Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich, dass Sie mir zuhören. In meinem ersten Video über den plötzlichen Kindstod sprach ich über die Möglichkeiten, das Risiko für den plötzlichen Kindstod zu vermindern. Es ging um das Schlafen in Rückenlage, das Stillen, Schlafen im eigenen Bett und in einem Schlafsack sowie um das Nichtrauchen der Eltern. All dies verringert laut statistischen Untersuchungen das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Was ich nicht erwähnte, ist, dass der Beruhigungsschnuller dies auch tut. Bei mehreren Studien über die Vor- und Nachteile des Beruhigungsschnullers kam heraus, dass das regelmäßige Benutzen des Beruhigungsschnullers beim Einschlafen das Risiko für den plötzlichen Kindstod senken kann. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass dies nur dann passiert, wenn das Kind das regelmäßig macht. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass der Beruhigungsschnuller in so einem ausgiebigen Maße eingesetzt wird, dass die Entwicklung der Zähne, des Kiefers und damit des Kauens, des Schluckens und die Aussprache erheblich negativ beeinflusst werden können. Das Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung, das diese Studien kommentiert, betont allerdings, dass der Umkehrschluss nicht gilt, dass also Kinder, die keinen Schnuller wollen oder ihn nicht bekommen, deshalb kein höheres Risiko für den plötzlichen Kindstod haben. Im Prinzip heißt das also vor allem, dass der Beruhigungsschnuller zeitlich begrenzt eingesetzt mit gutem Gewissen eingesetzt werden kann hinsichtlich der Reduzierung des plötzlichen Kindstodrisikos. Gleichzeitig kann aber genauso gut auch auf ihn verzichtet werden, ohne Sorge haben zu müssen, dass deshalb der plötzliche Kindstod häufiger vorkommt. Noch ein Wort zu den berechtigten Fragen von Ihnen. Was ist aber, wenn ich mein Kind nicht stillen kann oder wenn mein Baby partout nicht auf dem Rücken, sondern nur auf dem Bauch schlafen will? Gott sei Dank ist der plötzliche Kindstod sehr selten und die Summe aller Risikofaktoren ist unter dem Strich entscheidend. Unser Leben kann nie zu 100% risikolos gelebt werden. Und wenn es das Schicksal will, dann schlägt es sowieso unabhängig von jedem Studienergebnis zu. Wenn ein Risikofaktor nicht vermieden werden kann, also zum Beispiel wenn das Kind mit der Flasche ernährt wird oder nicht auf dem Rücken schläft, dann sollte wenigstens in besonderem Maße auf die anderen Faktoren Acht gegeben werden, also im Schlafsack schlafen lassen und die Eltern verzichten aufs Rauchen zum Beispiel. Hier wird gut erkennbar, welcher Segen, aber auch welcher mögliche Fluch bei der Interpretation von Studienergebnissen entstehen kann. Alles hat immer zwei Seiten und manche Empfehlungen lassen sich halt nicht immer eins zu eins umsetzen. Und dann kommt noch dazu, dass Studien in der Zukunft möglicherweise wieder ganz neue und überraschende Ergebnisse bringen, weil sich die Bedingungen geändert haben. Stichwort Klimaerwärmung. Ich hoffe, dass ich mit dieser Ergänzung Ihnen zu einem besseren Verständnis geholfen habe.